Lindsay Lohan muss jetzt tatsächlich ins Gefängnis. Da half alles Bitten und Betteln nichts. Hatte es der Hollywood-Star bislang immer wieder geschafft, haarscharf an einer längeren Haftstrafe vorbeizuschlittern, war es am Abend in Los Angeles mit der Gnade vorbei. Und die Richterin in Los Angeles verknackte die 24-jährige Blondine nicht nur zu einer saftigen Haftstrafe. Gabi Funk mit dem Urteil. Damit hatte Lindsay Lohan nicht gerechnet. Die 24-Jährige kann kaum fassen, was für ein ungnädiges Urteil die Richterin da im Gerichtssaal verkündet. Die Angeklagte muss 30 Tage ins Gefängnis wegen rücksichtslosen Fahrens, 30 Tage Gefängnis für das erste Mal fahren unter Alkoholeinfluss, 30 Tage Gefängnis für das zweite Mal fahren unter Alkoholeinfluss, bedeutet 90 Tage Gefängnis. Filmreifes Schluchzen bei Lindsay und ihre Anwältin kann auch nicht helfen. Die saftige Haftstrafe, nichts anderes als die Quittung für 9 verpasste Suchttherapiekurse, die Lindsay im Rahmen ihrer Bewährungsstrafe wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss aufgebrummt bekommen hatte. Kurse, die Lindsay verantwortungslos geschwänzt habe. Stimmt nicht, versucht die unter Tränen das Urteil abzuwenden. Hang on, do anything like that. I was working mostly in Morocco, the trip. I was working with children. It wasn't a vacation. It wasn't some sort of a joke. And I respect her work. I've been taking it seriously. Viele sehen das anders. Ziemlich jung, ziemlich berühmt geworden und dabei ein wenig die Bodenhaftung verloren. Partys, Alkohol, von Regeln zeigte sich Lindsay bislang unbeeindruckt. Am 20. Juli muss sie nun einchecken in ihre Zelle. Wahrscheinlich im Linwood-Frauengefängnis bei L.A. Wegen Trunkenheit am Steuer saß sie dort schon einmal ein, 84 Minuten. Dann wurde sie kurioserweise wegen Überfüllung entlassen. Das wird diesmal wohl eher nicht passieren. Do you understand and accept the terms and conditions of your probation? Dazu gehören nach dem Gefängnis noch 3 Monate Entzug in einer geschlossenen Suchtklinik. Aussichten, die wirklich zum Weinen sind, die 24-Jährige aber vielleicht auch endlich zur Vernunft bringen. Es sind diese dramatischen Bilder, die uns heute aus Hollywood erreicht haben. Filmstar Lindsay Lohan ist völlig fertig, nachdem sie erfahren hat, dass sie tatsächlich für 90 Tage ins Kittchen geht. Alle Bilder, wie es dazu kam und warum es nicht hilfreich war, das Gericht zu beleidigen. Daniela Maschmann. Damit hat sie nicht gerechnet. Lindsay Lohan trifft das Urteil der Richterin gestern in L.A. völlig unvorbereitet. Die Angeklagte muss 30 Tage ins Gefängnis wegen rücksichtslosen Fahrens, 30 Tage wegen des ersten Falls von Alkoholmissbrauch am Steuer und 30 Tage wegen des zweiten Falls von Alkoholmissbrauch am Steuer. Das sind 90 Tage Gefängnis. Grund für die harte Strafe: Lindsay hat mehrfach gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen, schwänzte Gerichtstermine und ging nicht zu den vorgeschriebenen Anti-Alkoholika-Kursen. Hang on, do anything like that. I was working mostly in Morocco, the trip. I was working with children. It wasn't a vacation. It wasn't some sort of a joke. And I respect her work. I've been taking it seriously. Wie ernst sieht man an ihren mit üblen Beschimpfungen beschriebenen Fingernägeln? Doch so langsam scheint der 24-Jährigen bewusst zu werden, dass dieses Urteil, der Knast, das endgültige Ende ihrer Karriere sein kann. Vom einstigen Kinderstar zur Verurteilten. Doch ihre Reue kommt zu spät. I appreciate that Right On Programs has done so much to help me finish early, because I wanted to make sure that I would come back here making you happy and the court system and show that I meant everything I put into it. Doch die Richterin war alles andere als zufrieden, im Gegenteil. Und so bekam Lindsay die Quittung, 3 Monate Gefängnis, die sie am 20. Juli antreten muss. Vielleicht rüttelt ja diese Erfahrung die Schauspielerin endlich einmal wach. Das ist ganz schön krass. Therapiestunden geschwänzt, stattdessen weiterhin weiter Party gefeiert. Und dann gab es auch noch eine Fuck-You-Botschaft auf den Fingernägeln. Lindsay Lohan hat es mal wieder geschafft. Sie hat sich den Zorn der amerikanischen Justiz zugezogen. Oh ja, zu 3 Monaten Haft wurde der Hollywood-Star in den letzten Stunden verurteilt, vor wenigen Stunden verurteilt. Und viele sagen, so dramatisch wie vor Gericht ist sie bisher in keinem ihrer Filme aufgetreten. Ich habe meine Entzugstherapie nicht geschwänzt, das würde ich nie wagen, fleht die Lohan noch im Gerichtssaal und kämpft verzweifelt um ihre Freiheit. It wasn't some sort of a joke. And I respect her work. I've been taking it seriously.
Ein tränenreicher Auftritt ohne Wirkung. Augenblicke später wird die 24-Jährige wegen Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen zu 90 Tagen Haft und einer Entzugstherapie verurteilt. TAF-Hollywood-Korrespondentin Bettina von Schimmelmann verfolgt das Drama um die Lohin seit Jahren. Mit dem Urteil glaubt sie, ist für Lindsay eine Welt zusammengebrochen. Wow, heftig, aber irgendwo auch gerecht. Denn Lindsay, ich kenne sie, ich habe sie so oft schon erlebt, die macht sich über nichts Gedanken. Die rennt in der Welt rum, hier macht Party, hier trinkt da was, denkt, sie ist über allem, sie muss sich ja nach nichts richten. Und als die Richterin dann gesagt hat, so, ich habe mir alles angeguckt, sie kriegt 90 Tage Gefängnis plus 90 Tage in der Rehab, habe ich gesagt, ja, das hat sie verdient. Seit Jahren macht Lohin Negativschlagzeilen. 2007 wird sie zweimal betrunken und mit Kokain am Steuer erwischt. Strafe 3 Jahre auf Bewährung und eine Entziehungskur. Doch die schwänzt die Schauspielerin regelmäßig und feiert stattdessen rigoros weiter. Ich bin es leid zu lesen, dass sie regelmäßig zu den Therapiestunden kommt und geht, wie es ihr gefällt. Sie ist einfach nicht sehr clever. Sie sollte sich einfach denken, Mist, jetzt habe ich schon mal eine Bewährung, ich bin schon mal aufgefallen, ich habe diese Fußfessel, jetzt lasse ich es einfach mit dem Alkohol. Aber Lindsay Lohin ist einfach ein bisschen dämlich. Erst das Gesetz brechen, dann gegen Bewährungsauflagen verstoßen und am Ende theatralisch heulen. Bei Promis hat die Masche offenbar Methode, siehe Paris Hilton. 2007 war sie bereits im Frauengefängnis von Lynwood, wurde wegen guter Führung jedoch nach 22 Tagen vorzeitig entlassen. Davon kann Lindsay Lohin allenfalls träumen. Paris hatte eine Einzelzelle, sie wird wohl wahrscheinlich auch eine Einzelzelle bekommen, was unter Umständen sogar noch schlimmer sein kann. Ich habe mit Frauen gesprochen, die in der Einzelzelle waren über Wochen hinweg, das kann auch die Hölle sein. Du willst vielleicht manchmal mit anderen Leuten reden, du willst raus, du willst was arbeiten und das wird sie wahrscheinlich nicht können. Sie wird ziemlich isoliert sein. Zumindest in einem kannte die US-Justiz Gnade. Bis zum Haftantritt bleibt Lindsay noch 2 Wochen in Freiheit. Lindsay Lohin ist traurig, sehr traurig. Und der Hollywood-Star hat auch allen Grund dazu. Denn jetzt soll endgültig Schluss sein für die 24-Jährige. Mit Alkoholexzessen, Partys und Schnaps am Steuer. Die Angeklagte muss 30 Tage ins Gefängnis. Für rücksichtsloses Fahren. 30 Tage für den ersten Fall von Alkohol am Steuer. Und 30 Tage für das zweite Mal. Betrunken im Straßenverkehr. Für viele leider nur ein Kavaliersdelikt. Doch 1800 Menschen sterben jährlich allein in Deutschland durch Alkoholfahrten und die Schuldigen sind selten um Ausreden verlegen. Eine der Lieblingsaussagen ist, das war das allererste Mal, dass ich so viel getrunken habe. Ist vorher noch nie vorgekommen und ich bin auch noch nie vorher alkoholisiert oder betrunken Auto gefahren. Die tränenreiche Entschuldigung der Lindsay Lohin. Ja, die 24-jährige Schauspielerin Lindsay Lohin gibt gerne mal zu viel Gas. Nicht nur auf der Leinwand sind ihre Fahrkünste gefürchtet. Auch Hollywoods Straßen sind nicht vor ihr sicher. Aber nicht etwa, weil sie keinen Führerschein hat. Vielmehr liegt es an ihrem Freizeitverhalten. Partys, Drogen, Alkohol. Nicht immer findet sie am Ende des Abends den Weg auf den Beifahrersitz. Und so fiel sie der Polizei schon mehrfach durch Trunkenheitsfahrten auf. Lindsay hat mit ihrem Wagen die Mutter ihrer Assistentin verfolgt und die war so verzweifelt, dass sie die Polizei gerufen hat. Wir haben dann festgestellt, dass Lindsay unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Tja, Lindsay macht halt gerne mal blau. Nicht nur auf zahllosen Partys und hinterm Steuer, sondern auch bei den Kursen für Alkoholabhängige, die ihr das Gericht auferlegt hat. Denn nach ihrer Verurteilung für 2-mal Alkohol am Steuer soll sie sich bessern oder in den Knast. Nur zu den Treffen erscheint La Lohin eher sporadisch. Deshalb muss sie prompt wieder vor Gericht, um sich und ihre Versäumnisse zu erklären. Ich weiß, dass ich einmal die Woche dorthin gehen sollte. Aber ich habe die Treffen nicht verpasst, weil ich irgendwo rumgehangen und gefeiert hätte. Ich habe die meiste Zeit gearbeitet. Ich war in Marokko, ich habe dort mit Kindern gearbeitet. Das alles war kein Urlaub oder sonst irgendein Spaß. Und ich respektiere sie und ich nehme das alles sehr ernst. Lindsay Lohin dagegen rechnet offensichtlich schon damit, dass ihre Argumente auch nicht allzu überzeugend sind. Die Taschentuchbox steht in meiner Griffnähe bereit.
Für einen Hollywood-reifen Einsatz von Drama und Tränen ist also gesorgt. Und für die Richterin hat sie auch schon gleich einen unflätigen Gruß auf ihren Fingernagel gepinselt. Nicht gerade die schlauste Idee, wenn man freigesprochen werden möchte. Richterin Marsha Revell lässt sich jedenfalls weder von Beleidigungen, Tränen oder Ausreden aus dem Konzept bringen. Lindsay Lohan muss jetzt 90 Tage lang in das Gefängnis, in dem sie bereits vor 3 Jahren schon einmal Probe saß. Damals kam sie bereits nach 84 Minuten wieder frei. Vielleicht muss sie auch diesmal nicht die volle Strafe absitzen, aber zumindest dürfte ihr der Appetit auf Hochprozentiges am Steuer erst einmal vergangen sein.